Hallo Leute, heute mal nur ein ganz kurzer Kommentar. Iman TV hat ein Video rausgebracht, das erst ein paar Aufnahmen aus deren Live-Auftritten und Aktionen zeigt, mit einem irren Hintergrund, was immer das auch sein mag. Dann, so nach 30 Sekunden, kommt dann ein Bild von dem Iman TV Mitstreiter und Moderator Amir, der glücklich im Sand spielt, in einem adretten Kleidchen. So wird das eingesammelte Geld ausgegeben. Man fliegt mal eben kurz in ein Land mit ganz viel Wüste und verspricht dann völligen Blödsinn. Von dieser Wüste belohnt zu werden. Klicke auf den Link hier unten und werde Teil einer prophetischen Vision. Man kann also angeblich bei dem Allah, also dem Gott des Islam, Sand kaufen. Man gibt 1 Euro oder auch ganz viele Euros und bekommt dann Sand als Belohnung. Tolles Geschäft. Belohnung gegen Geld, auch wenn es nicht Sand ist. Also die Belohnung. Und immer mehr. Und immer nur Geld. Warum nur braucht denn der Islamgott so viel Geld? Er kriegt doch schon 20% der geklauten Waren aus den Beutezügen ab, wie im Koran angeordnet. Anstatt sich mal um seine Geschöpfe zu kümmern und die zu unterstützen, da gibt's dann Sand. Man baut eben im Islam auf Sand.